Schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video geht es um meine Tattoos und Piercings und auf meinem Blog findet ihr bereits einen Beitrag über meine Dreadlocks. Ich fange mit dem aktuellsten oder mit dem letzten Tattoo an. Das ist das an meinem rechten Unterarm. Da steht Keep your head up, keep your heart strong und ich habe es auf Island stechen lassen. Das war relativ spontan. Ich habe das Studio gesehen und einfach mal gefragt, ob er Zeit hätte, der Tätowierer. Und er hatte Zeit und so kam ich zu dem Tattoo. Ich saß ungefähr eine Stunde da und es hat 170 Euro gekostet und ich bin super froh, das gemacht zu haben. Mir bedeutet der Spruch halt sehr viel. Auf dem linken Unterarm habe ich dieses Tattoo, das ist relativ groß. Ich fange mal unten an, euch das zu zeigen. Hier steht Robinho mit so einem kleinen Herzchen. Ist klar, wofür das steht, für mein Pferd, für den Robinho. Hier habe ich die Pusteblume, die dann ihre Pusteln oder Blüten verliert und daraus werden dann Vögel. Das steht für den Blog und dafür, dass ich seit 2,5 Jahren eben unter dem Namen Frau der Pusteblume blogge und YouTube und dass es mir auf jeden Fall was gebracht hat. Ich bin viel selbstbewusster geworden, selbstständiger und lerne halt zu fliegen. Die beiden Pfoten stehen ganz klar für Foxy, die 2016 auch in mein Leben kam und deswegen durfte sie eben bei diesem Tattoo auch nicht fehlen. Und hier oben habe ich noch ein Zitat. Ich zeige euch das mal. Da steht, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Glaube nicht. Aber da steht, If I could do it again, I wouldn't change a thing, because it's made me who I am. Und es ist ein Zitat aus einem Liedtext von Against the Current und ich finde einfach super passend. Bei dem Tattoo saß ich ungefähr 3 Stunden und es hat 430 Euro gekostet. Und ich bin auch sehr froh, das gemacht zu haben. Nun möchte ich euch aber auch noch ein bisschen was über die Pflege von Tattoos erzählen und über den Heilprozess. Und das ist halt so, dass man direkt nach dem Stechen Bepanthencreme drauf tut und dann nach 3-4 Stunden noch einmal. Und ab da dann alle 2 bis 3 Stunden mit Vaseline eincremt, dass die Haut eben schön feucht bleibt und die Farbe gut drin bleibt. Zum Heilprozess kann ich nur sagen, dass es bei mir super war. Es hat nicht geblutet, es war nicht rot. Es ist nicht entzündet und ich habe da gar keine Probleme mit gehabt. Aber man sollte halt darauf achten, dass man in den ersten paar Tagen Staub und Dreck vermeidet. Zur Pflege von Piercings kann ich sagen, dass ich da auch keine Probleme mit hatte. Bei der Zunge konnte ich eh nur ein bisschen Eis essen und musste halt auf Milchprodukte verzichten, weil da eben Milchsäurebakterien drin sind. Diese Milchsäurebakterien greifen dann die Schleimhäute an und könnten dazu führen, dass sich das Piercing entzündet. Deswegen habe ich einfach eine Woche auf Milchprodukte verzichtet, habe aber ansonsten ganz normal gegessen. Also ich musste jetzt nicht eine Woche lang Suppe trinken. Das war okay. Was beim Zungenpiercing allerdings war, war, dass die Zunge anschwoll und ich erst nicht reden konnte. Und ich dann lange gelispelt habe, weil auf einmal dieses Stäbchen da bei der Zunge war. Und es einfach ungewohnt war. Das hat aber auch irgendwie nach 2 Wochen wieder aufgehört. Ich hatte echt Angst, dass das so bleibt. Aber es hat wieder aufgehört und Das andere Problem, was ich am Anfang hatte, war, dass ich ganz oft auf die Kugeln gebissen habe beim Essen oder beim Kaugummi-Kauen. Das passiert mir heute nicht mehr. Das tut aber auch höllisch weh und ich hatte echt ein paar Mal Angst, dass mir da irgendwie der Zahn abgebrochen ist. Aber ich war auch nach dem Piercing schon wieder beim Zahnarzt. Meine Zähne sind in Ordnung. Die sind auch nicht von hinten total angeschlagen oder aufgeraut. Alles gut. Bei der Lippe war es so, dass natürlich so ein Teil innerhalb des Mundraums ist, deswegen auch wieder auf Milchsäurebakterien verzichtet werden musste. Und der andere Teil vom Piercing guckt halt nach außen raus. Und den Teil, der nach außen raus guckt, muss man eben 3-mal am Tag desinfizieren oder auch 4-mal am Tag desinfizieren und so ein bisschen sauber halten. Also mal das Piercing so ein bisschen rausschieben, auch den Stab desinfizieren und nicht immer nur die Wunde oder oberflächlich. Ja, alle Infos über die Tätowierer und auch die Piercer findet ihr unten in der Infobox. Und ich würde erstmal sagen, bis zum nächsten Mal.